Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von wunderschönem Prison Architect Spielchen. Heute am, was haben wir denn, Donnerstag oder Mittwoch? Ich muss mal gerade überlegen. Mittwoch, glaube ich, haben wir heute. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Für mich ist Dienstag, aber ich weiß gerade noch nicht, ob ich für morgen die Folge gestern aufgenommen. Ich bin gerade verwirrt. Ist ja auch egal. Ich heiße euch auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen zurück zu Prison Architect und selbstverständlich auch wieder zurück zu unserem kleinen, wunderschönen Knast, den ich jetzt übrigens tatsächlich auch geistig mal gefixt habe. Denn, liebe Leute, ich gehe mal ganz kurz auf dieses Planungstool. Ihr werdet vielleicht schon sehen, hier stehen sinnvolle Zeichnungen durch die Gegend. Und zwar habe ich jetzt hier mal ganz kurz gezeichnet, wie dieses Gefängnis eigentlich geplant war. Das heißt, ich habe mich bei diesem kleinen Teil hier vertan, den wollte ich eigentlich viel später anfangen lassen. Was aber eigentlich gar kein Problem ist, ob ich jetzt da unten 6 Zellen mehr oder weniger habe, ist mir ja theoretisch erstmal scheißegal. Das Problem ist einfach nur, dass ich diesen Duschtrakt und diesen Trakt hier eine Etage hochschieben muss. So, in diesen Trakten sind natürlich ohne Ende Leute drin. Wir haben jetzt hier natürlich logischerweise 20 Gefangene drin, die natürlich irgendwie verschoben werden müssen. Und diese 20 Gefangenen, die müssen wir hier oben in diesen Trakt unterbringen, weil wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 Zellen frei. So, das heißt, diese 20 Gefangenen von dort kommen in diese Zellen hier oben, die ich jetzt hier oben dran baue. Da kommen ja nochmal genau die gleiche Anzahl an Zellen dran. Das heißt, das wäre erledigt. Hier oben wären also jetzt wieder 18 Zellen frei, dann bleiben uns 2 übrig. Die 2 übrig haben wir zwar so oder so Platz für, von daher ist das egal. Aber hier unten, das kommt ja heute auch noch weg. Also, eieiei, wir haben einiges vor. Und einiges zu erledigen. Das heißt, wir werden uns hier mit Sicherheit noch ein bisschen mit beschäftigen dürfen. Mich interessiert natürlich, ob das Warmwassergedöns hier irgendwann mal funktioniert. Allerdings müssen wir dazu sagen, übrigens, wenn wir hier unten tatsächlich diesen Traktanbau machen, wir müssen hier oben erstmal eine Dusche reinklatschen. Keine Sorge, das hier oben ist nicht die Dusche. Das hier oben ist Gruppenraum und Dusche. Also keine Sorge, da kommen Sozialräume rein und die Duschen. Und zum anderen können wir danach das hier wegreißen und dann da oben. Also keine Sorge, es wird funktionieren, hoffe ich. Zumindest mal. Ja, des Weiteren haben wir jetzt natürlich wieder schönerweise unsere Arbeitszeit. Ich gucke mal ganz kurz unter dem Programm nach, ob die Lehrstelle als Tischler hat tatsächlich heute ihre letzte Sitzung. Das wäre natürlich super interessant, mal zu sehen, ob wir tatsächlich jemanden hier dabei haben, der das tatsächlich schafft. Bestehenschance 95%. Also ich würde sagen, hier unser netter Kollege im Alter von 48 Jahren wird sicherlich noch befördert werden zum Tischler hier. Hier ist gerade wieder die Frage, wo habe ich denn hier eigentlich planen wollen? Ach so, nach da und nach da. Dann kommen hier selbstverständlich die Bänke wieder bei. Ich weiß, dass ich gerade ein bisschen Geld ausgebe, obwohl wir hinten natürlich die Sachen einfach rausnehmen können. Aber ganz ehrlich, für die große Kantine später brauche ich eh den ganzen Käse. Deswegen soll es mir mal relativ egal sein, ob ich da jetzt noch 2 Euro mehr oder weniger bezahle. Ja, dann kommt hier selbstverständlich auch der Käse wieder dran. Dann machen wir selbstverständlich ein bisschen Licht über das Ganze drüber, damit das alles auch hell erleuchtet ist. Der Gruppenraum kriegt selbstverständlich auch nochmal ein bisschen Licht. Genau nach da und nach da. Und hier gut, der Flur, der braucht jetzt eigentlich kein Licht, weil der wird von da sowieso mit erhellt. Von daher denke ich mal, das sollte funktionieren. Das Einzige, was wir jetzt logischerweise noch nicht gebaut haben, ist eine passende Küche genau für dieses Gebiet. Und meine Idee wäre eigentlich gewesen, dass wir das hier hinten als Küche nehmen. Das muss ich jetzt mal ganz kurz erklären. Oh, übrigens, das Warmwasserphänomen funktioniert. Dann würde ich sagen, machen wir das Ganze doch jetzt mal schlau. Mehr oder weniger schlau, heißt das natürlich. Das heißt, da kommt eine Verbindung hin. Und hier kommt selbstverständlich Warmwassergedönse auch her. Ich weiß natürlich nicht, wie weit das jetzt hier zwischen reicht. Wenn das hier herreicht, dann nehmen wir dafür natürlich auch noch Warmwasser. Aber erstmal soll das Ganze sich jetzt hier natürlich entwickeln können. Hier oben gibt es übrigens den Warmwassertrakt auch durch. Beziehungsweise, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ich nicht besser hinterher hier oben auch nochmal die Zellen dann erweitere. Wenn ich hier mal ganz kurz planen darf. Nicht so weit. Da nochmal eine Zelle dran. Dann sind wir nämlich auf der gleichen Höhe wie da oben. Das heißt, wir machen am besten das ganze Gebäude hier so oder so mal ein paar Zellen größer und haben dann so oder so hinterher mal mehr Platz für Gefangene. Ich fände das persönlich eine super Sache, deswegen ich glaube, wir bauen das so, ne? Und damit wir mal Bescheid wissen, wie das hinterher aussehen soll. Gut, logischerweise käme der ganze Käse dann logischerweise hier dran, ne? Das sind ein 10er Abstand, genau. So, da 10 und da logischerweise 10 und nach da kommt offen und ne, hier nach da, nach da, nach da und nach da. Aber gut, ich glaube, ihr habt verstanden, wie ich das hier hinterher vorhabe. Hoffe ich zumindest. Falls ich sehr undeutlich geredet habe, es tut mir leid. Hier kommt selbstverständlich eine Tür rein, da kommt selbstverständlich eine Tür rein. Entschuldigung, das kann erstmal noch stehen bleiben. Hier käme jetzt eine Kühltruhe hin, da eine Kühltruhe hin. Selbstverständlich kommt dann jetzt hier irgendwo mal so ein Spülbecken hin. Und wir müssen uns jetzt natürlich überlegen, wo können wir denn den Herd mal sinnvoll dran bauen.
Wo bauen wir den Herd hin? Den Herd, den Herd, den Herd. Wir brauchen ja ein Spülbecken und den Herd. Wobei, wir können das ja eigentlich so machen. Nee, können wir nicht. Nein. Ja, dann machen wir das einfach ganz anders. Wartet mal. Bin doch jetzt nicht blöd. Wir machen das jetzt einfach so. Haha, dann mache ich das einfach ein Stückchen länger. Dann sage ich jetzt mal, da kommt eine Kühltruhe hin, da kommt eine Kühltruhe hin. Hier kommt diese wunderschöne Spüle hin auf die Seite. Dann kommt da Kühltruhe, Herd, Kühltruhe, Herd. Und das dazwischen ist ja einfach die Arbeitsfläche. Sieht natürlich jetzt relativ langweilig aus. Das wollte ich eigentlich nicht so schnöde gestalten. Vielleicht wäre es besser, das da so quer zu setzen und dann hier. Komm. Na, wobei, es geht ja nur noch so eigentlich, ne? Deswegen also nach da und nach da. Immerhin ist dann ein bisschen Abwechslung drin. Das sollte eigentlich ja ausreichend sein. Hier selbstverständlich das und was hier sowieso als Wand schon drin steht, braucht natürlich nicht mehr geplant zu werden. Personaltür kommt da selbstverständlich in beide Richtungen rein. Ich würde dann ganz gerne hier hinten übrigens den Zaun abgerissen haben. Wenn sich da jemand gleich mal drum kümmern könnte, wäre das super. Denn da möchte ich jetzt selbstverständlich mit Ziegeln nochmal ein Gebäude hinterbauen. Und der Zaun würde sonst als Wand gelten. Das wäre jetzt etwas kontraproduktiv. Deswegen jetzt diese wunderschöne Baumaßnahme. Aber immerhin, wir haben es ja immerhin hingekriegt, zu schaffen, dass wir jetzt hier oben nicht alles abreißen müssen. Was ich da jetzt in großen, dunklen Befürchtungen geäußert hatte das letzte Mal, hat sich Gott sei Dank nicht bewahrheitet. Das heißt, das sollte eigentlich funktionieren. Übrigens, wir fangen an, die Betten zu bauen. Das finde ich schön. Ich meine, wir kommen jetzt mit der Arbeitszeit zwar eh nicht mehr hinterher, aber was willst du machen? Wir haben zwei Leute, die das bestanden haben, glaube ich. Genau, zwei von vier Teilnehmern bestanden. Damit kommt jetzt das schon mal weg und die Sicherheitsunterweisung kriegt einen neuen Job dazu. Ganz einfaches Spielchen. Zwei Leute reichen mir, die Tischler sind, denn das hier oben wird ja als Tischlerort sowieso wieder wegdegradiert und rationalisiert, weil, ganz ehrlich, es ist vollkommen egal, ob wir die jetzt Tischler ausgebildet haben oder nicht, weil wir brauchen die ja quasi nur dafür, um diese wunderschöne, wunderschöne Subvention da oben freigeschaltet zu kriegen, ne? 10 ausgezeichnete Betten, 2 haben wir schon gebaut. So, dann wird das hier oben natürlich auch mal ganz kurz verkauft. Da wird sich keiner großartig drüber beschweren, denke ich mal. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg und das kommt weg. Ja, dann haben wir auch schon insgesamt wieder 67.000 Euro zur Verfügung. Und wenn ich mir das so angucke, wir haben 30 Gefangene quasi qualifiziert und 15 in jeder Werkstatt. Das heißt, wir brauchen bald schon wieder eine neue Werkstatt. Aber gut, erstmal sollen wir das jetzt hier mal besser so stehen lassen. Ich fange mal ganz kurz an, das hier oben als Küche auszuweisen. Selbstverständlich, erst natürlich dauerhaft nur für Personal ausgewiesen. Das Gebiet drumherum übrigens immer nur für Personal. Das wird sich nie ändern. Und dann würde ich sagen, können wir ja eigentlich mal, gut, die Küche ist ja jetzt für beides zuständig. Ja gut, es gibt gleich nochmal Essen. Dann machen wir das jetzt mal ein bisschen später. Wir klauen uns nirgendwo eigentlich was raus. Wir lassen es einfach so stehen. Wir lassen es am besten wirklich einfach so stehen. Ich demontiere aber schon mal den Gruppenraum hier oben komplett. Das heißt, da werden wir uns jetzt leider Gottes schon mit anfreunden müssen. Der Gruppenraum wird wegrationalisiert da oben, weil ich die Teile natürlich hier unten dann auch einbauen möchte. Der Warmwasserscherz hat übrigens tatsächlich funktioniert, insofern wir hier die Leitung denn irgendwann mal eingebaut kriegen. Nach da. Ja gut, hat nichts gebracht. Also weiter geht's tatsächlich nicht mit dem Warmwasserschub. Dann wäre natürlich jetzt die nächste große Überlegung, wo bauen wir denn jetzt hier mal am besten irgendwo noch einen Warmwasseranschluss hin? Und wisst ihr, was sich dafür natürlich super eignen würde? Ihr seht es vielleicht schon. Da und natürlich auch da, weil da haben wir jetzt sowieso schon den Käse damit stehen. Das heißt, warum zum Teufel sollten wir das nicht nutzen? So, das käme für mich dann da und da weg. Dann käme für mich da eine Personaltür hin, da eine Personaltür hin und dann käme jetzt hier unterirdisch einfach der Anschluss da dran und dann wäre das für mich erledigt. Also ich wäre da jetzt relativ fix mit fertig mit dem Problem. Das heißt, ich würde jetzt hier diesen Wasserboiler dran bauen, wenn ich denn die Chance dazu hätte. Da käme Wasserboiler hin, da käme Wasserboiler hin. Alles würde mal ganz fix eben angeschlossen. Selbstverständlich dann hier mit einer großen Wasserleitung in wenigen Sekunden. Was dann natürlich diese Wasserleitung vorerst überflüssig macht. Also von da bis da und von da bis da kommt die Wasserleitung weg. Dann wird das hier hoffentlich gleich fertig gebaut. Logischerweise. Und dann haben wir jetzt auch das Problem schon mal gelöst. Das ist doch super. Ich finde das tatsächlich sehr, sehr schön. Genau, dann müsste jetzt hier nur noch dieser Wasserboiler rein. Da oben der Wasserboiler hin. Die Wand da oben steht ja mittlerweile schon wieder. Ist doch super. Ich finde das toll. Ich finde das klasse, dass das so schnell jetzt funktionieren kann hier. Das kommt natürlich weg. Dafür kommt hier viel große Rohrleitung hin, da kommt viel große Rohrleitung hin und das kommt selbstverständlich wieder weg, das Stückchen Kabel, was da jetzt mittlerweile
Installiert großes Rohr ist leider vorpriorisiert. Installiert abreißen wäre mir wichtiger. Denn nicht, dass er das Rohr jetzt wieder umsonst dahin baut. Genau, alles in Ordnung, das da ist vorher weg und alles wird angeschlossen und alles funktioniert dann hoffentlich gleich auch nach diesem neuen Prinzip, was ja viel, viel besser ist als das alte. Haha, ein Traum wird wahr. Na gut, also das hätten wir ja dann schon mal geklärt. Wir können uns das dann heißt also schon mal erlauben hier. Ich wollte da oben eine Kühltruhe hinstellen, da wollte ich eine Kühltruhe hinstellen. Wir wollten da einen Herd hinstellen, wir wollten kein Serviertisch da hinstellen. Das braucht natürlich jetzt gleich noch einen Wasseranschluss, aber der ist ja nach 5 Sekunden hier nach da gelegt. Und selbstverständlich, von da nach da natürlich auch Wasser, und selbstverständlich müssen wir dann natürlich noch ein bisschen aufräumen da drin, aber auch Lampen wären natürlich nicht schlecht. Das heißt, nach da käme ich jetzt mal einfach mal eine Lampe nach da und nach da. Ich glaube, das wird schön genug. Also da müssen wir uns wenig Gedanken darum machen, dass das nicht funktioniert. Hoffe ich zumindest mal. Also das steht natürlich immer in den Sternen. Und danach werde ich dann hier natürlich auch mal eben die Güter, die ich jetzt hier sowieso schon freigeschaltet habe, mal wieder hinbauen. Das heißt, wir werden uns jetzt hier ein paar von den Teilen hinbauen. Wir werden hier 2 Telefonzellen hinbauen. Gut, hier sowas ist natürlich jetzt schwierig hier reinzubauen. Beziehungsweise ist ja eigentlich nicht, ne? Ist ja eigentlich super einfach, hier jetzt so einen Dingstisch reinzustellen. Dann könnte ich nämlich jetzt einfach sagen, ich mache hier die Hantelbänke einfach mal dahin. Wobei, das sieht natürlich doof aus jetzt, aber es geht natürlich, das ist nicht das Problem. Und dann kommt jetzt, was weiß ich, hier irgendwo noch so eine Telefonzelle hin. Keine Ahnung, ich mache da jetzt einfach da eine Telefonzelle hin. Dann hat sich das für mich eigentlich schon erledigt, weil ganz ehrlich, das lohnt sich sonst nicht. Was sich aber lohnt, ist hier definitiv schon mal die Böden reinzubauen. Weil ich es tatsächlich etwas schöner hier drin haben möchte. Da kommt übrigens tatsächlich das rein. Mit der Anmerkung, dass hier natürlich hier Keramikfliesen hinkommen, da Keramikfliesen hinkommen. Das werden Keramikfliesen werden, das werden Keramikfliesen werden. Und Betonplatten haben wir da drin ja eh schon. Das heißt, dieses ganze Gebäude ist dann auch auf dem schönsten Stand der Technik und nicht nur auf dem neuesten. Genau, nach da bitte einmal diese wunderschönen Steine drumherum legen. Das wäre super. Und ich glaube, dann haben wir hier ein ganz, ganz tolles neues Gebäude gebaut. Logischerweise ist das hier nur für Personal, das ist nur für Personal. Und sobald wir jetzt hier uns überlegen, wer jetzt die Stromkosten hierfür bezahlt, können wir uns damit sicherlich auch schon mal in aller Ruhe beschäftigen. Bitte warten, sie werden verbunden. Zack, 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 zack. Ich weiß, dass übrigens die Spüle tatsächlich effizienter ist, wenn man sie mit Warmwasser betreibt. Aber ich möchte die Anmerkung machen, dass ich das jetzt hier nicht noch mehr Kabel in die Gegend reinschmeißen möchte, als ohnehin schon drin sind. Also das hat man hoffentlich Verständnis für. So kompliziert, wie das jetzt schon aussieht, da muss ich jetzt nicht noch mehr zusätzlich reinschmeißen. Ich hoffe mal, man kann das nachvollziehen. Ja gut, das hier funktioniert logischerweise, das funktioniert. Die Betten werden gebaut, alles läuft, so langsam aber sicher in die richtige Richtung. Der nächste Schritt, den ich dann jetzt ganz gerne machen würde, ist tatsächlich hier oben diesen ganzen Trakt zu bauen. Weil wir brauchen tatsächlich diesen ganzen Trakt hinterher, um das hier umsetzen zu können. Das heißt, es wird jetzt ein riesen Kostenaufwand werden. Ich glaube, da sind wir uns einig, aber es geht nicht anders. Es muss jetzt tatsächlich dieses riesige Gebäude gebaut werden. Da müssen wir hier oben einen Teil der Dusche fertig bauen. Da müssen wir die Zellen hier fertig bauen. Das wird alles ganz, ganz viel Geld kosten. Aber es muss leider Gottes sein. Wir können es ja nicht ändern. Es muss ja gebaut werden. Was wir aber dann auch machen müssen, ist übrigens tatsächlich diesen Duschraum, wie wir ihn jetzt hier haben. Tatsächlich können wir ihn leider Gottes nicht kopieren. Wir können auch das Innenleben nicht komplett kopieren. Das ist natürlich jetzt schade. Da müssen wir den halt komplett nochmal neu bauen. Es soll jetzt mal erstmal egal sein. Hauptsache, die bauen jetzt hier und alles wird so langsam, aber sicher schön und wertvoll. Ja, kurze Kontrolle. Hier unten hat sich mal noch nichts geändert. Können wir eventuell die letzten einen Tag angucken. Da wurde sowieso von nichts geklaut. Gut, dann ist das ja sowieso erstmal noch egal. Was sind wir hier für wunderschöne GIs möglich? Gut. Da müssen wir uns dann vielleicht auch irgendwann mal mit beschäftigen. Aber erstmal lassen wir die jetzt hier existieren. Ich finde es übrigens lustig, dass wir GIs anheuern können, die schutzbefohlen sind. Also nur die Leute, die schutzbefohlen sind, als GIs anheuern können. Weil das Problem an der Sache ist jetzt, wir haben dummerweise, naja, die haben ja sowieso nichts mit den anderen Gefangenen zu tun. Aber na gut, never mind. Ich sag jetzt mal nichts dazu. Hier oben diese wunderschöne Wand kommt mal weg. Oder beziehungsweise wird mal weggeplant. Die wird natürlich neu gebaut. 10 ist richtig. 11 wäre richtiger, aber gut, never mind. 11 und 11, genau. Und danach
Tam-Tam-Tam, wird da vorne ein Durchbruch gemacht, da wird ein Durchbruch gemacht, da wird nach da wird verschoben, da wird nach hier runter verschoben und dann werden jetzt hier schon mal die ersten Zellen wieder hingeklatscht, die wir logischerweise wieder da oben dran bauen müssen. Ja, wir fangen am besten mal an mit dieser wunderschönen kleinen Zelle hier. Die muss ja immer jedes Mal einmal separat darüber gezogen werden, das ist mir durchaus bewusst. Ne? Die muss ja irgendwie mal angeschlossen werden. Und danach können wir hier eigentlich diesen ganzen Zellentrakt, wie er jetzt nach darunter führt, da oben einfach mal so abrupt puff, drüber klatschen. Ja gut, ja, wir haben jetzt noch einen Wäschewagen, den wir versehentlich mal mitkopiert haben. I'm sorry, aber was soll's. Ja, scheiß mal drauf, ob wir da jetzt einen Wäschewagen mitnehmen oder nicht. Was aber auf jeden Fall noch dazu gehört, sind übrigens auch die wunderschönen Lampen da und da. Was dann auch dazu gehört, sind da Tür, da Tür, da Tür, da Tür. Anders geht es nicht. Und was dann auch dazu gehört, sind Heizungen an den beiden Stellen. Und dann ist dieser ganze Trakt jetzt offiziell wieder freigegeben. Und wie gesagt, was jetzt hier den Strom angeht, ich würde den ja ganz gerne hier da oben dran anpassen. Der steht jetzt natürlich gleich übrigens auch nicht mehr symmetrisch, ist mir klar. Aber was wir dann hier oben als Differenzfläche haben, von da oben bis, hoppala, das kann weg, von da oben bis hierhin sind 14. Da können wir sicherlich irgendwas Sinnvolles zwischenklatschen. Von was weiß ich, vom Laden bis zum Klassenraum. Irgendwas wird uns schon einfallen, was wir da hinbauen können. Was ich aber mal schon mal planen könnte, wäre ja eventuell, ich mache hier nochmal die Wände hin, die Elva-Wände, genau, dass ich schon mal weiß, wie ich hier planen könnte. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einfach mal so ein 10x10, nee, 11x11, keine Ahnung, was mache ich denn jetzt hier für einen Käse? Also da geht's dann natürlich runter, da geht's runter. Wir können ja von da ausgehend ein 11x11 oder ein 12x12, ich habe keine Ahnung, irgendwie sowas, können wir ja mal planen. Wenn ich jetzt, komm, warte mal, wir machen das jetzt nochmal anders. Dich möchte ich mal jetzt mal wegmachen. Ich möchte jetzt von da mal 12 hoch, genau das wäre jetzt hier. So, ich mache jetzt da mal ein Stück Wand hin, da mal ein Stück Wand hin. Und da mache ich da mal ein Zweierstück Wand hin, da mal ein Zweierstück Wand, da ein Zweierstück Wand, da ein Zweierstück Wand, da eine Wand. Oder wir machen es anders, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg, dahin, das weg, das weg, das weg, dahin. So, dann könnten wir jetzt hier einen Gruppenraum reinbauen, der relativ offen und freundlich gestaltet ist. Das wäre mir jetzt persönlich mal wichtig, beziehungsweise wir können das ja hier noch anders planen. Wir können ja jetzt sagen, da eine Zweierwand und nach da eine Zweierwand und das geht gar nicht. Ja gut, das sieht dann natürlich kacke aus. Dann machen wir jetzt hier einfach eine Dreierwand hin, keine Ahnung. Irgendwas, was halt mehr oder weniger optisch schön aussieht. Und dann können wir ja hier eigentlich den Duschraum schon mal reinplanen. Das wäre ja so mein Ziel jetzt. Der müsste dann aber mal wieder interessant gebaut werden. Und zwar logischerweise gibt es hier unten erstmal einen kompletten Abteil nur mit Toiletten. Das ist mein Ziel. Dann reiße ich die Wand hier nochmal ab. Dann ziehe ich die nämlich am besten daher. Dann ziehe ich die auch nach da oben. Dann kommt das wieder weg. Das heißt, ich baue jetzt hier wirklich einen Riesenabteil nur mit Toiletten hin. Begründung, der Bedarf ist da, ne? Das heißt, das hier wird hinterher Toilette werden. Da müssen wir uns gar nicht drum kümmern. Damit das hier übrigens schön aussieht, empfehle ich, hier mal so ein bisschen anders zu bauen, sag ich jetzt mal. Das wollte ich nicht, das wollte ich, das wollte ich, das wollte ich. So. Ja, beispielsweise so könnte man ja jetzt bauen. So sähe das ja nicht schlecht aus. Und wenn die sich jetzt hier gleich mal bequemt haben, das alles fertig zu bauen, wäre das natürlich super. Aber klar, unsere Leute brauchen logischerweise ein bisschen. Es kostet ja auch alles Geld ohne Ende. Wir haben auch nur noch 9000 Euro. Das ist alles nicht so viel. Ich weiß, ich muss übrigens immer noch die Teile vom Gefängnis zurückkaufen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, ich überlege gerade, ob es tatsächlich gut ist, ob wir die jetzt... Es ist unsere eiserne Reserve im Grunde, ne? Das heißt, es wäre, glaube ich, eine ziemlich gute Idee, wenn wir die relativ fix wieder zurückkaufen. Aber gut, lassen wir denen jetzt erstmal ein paar Sekunden Zeit, sich hier erstmal zu organisieren. Ich hätte übrigens ganz gerne, wenn hier jemand die Chance schon mal hätte, diese Türen einzubauen. Dann könnte ich die nämlich schon mal auf offen stellen, dann muss ich mich hier nicht die ganze Zeit drum kümmern. Genau, du machst jetzt die Wand da vorne fertig, jetzt hier, genau, jetzt machst du die Tür da rein, das ist super. Die brauche ich nämlich, die kann ich mir nämlich ruhig schon mal auf offen stellen, das schadet ja nicht. So, unser Gefahrenlevel geht natürlich wieder hoch, es ist natürlich wieder morgen. Genau, die Tür kommt, oh, die habe ich versehentlich falsch rum eingebaut. Bitte einmal demontieren, Türmodus offen, bitte einmal demontieren. Falls du demontiert, große Gefängnistür, ganz genau, das wollte ich erreichen. Bitte warten, sie werden verbunden, genau. Dann könnte die auch gleich wieder einer dahin bauen, damit ich mich da jetzt gleich nicht drum kümmern muss. Bitte einmal priorisieren. Installiert große Gefängnistür. Ja gut, dauert noch ein bisschen. Never mind. Aber gut, lassen wir das jetzt erstmal so vor sich hin brutzeln hier.
Hier unten das ganze Teil braucht natürlich noch Strom. Jetzt mal ganz im Ernst, hier mal eben irgendwo so einen Stromanschluss hinzubauen, sollte ja nicht so schwer sein. Nur dummerweise brauchen wir nochmal zwei hier unten Capacitors dafür, die ich übrigens tatsächlich sofort priorisiere, aus dem einfachen Grund raus, dass ich hier möchte, dass das jetzt relativ fix fertig wird, genau. Und dann müssen wir jetzt hier mal eben überlegen, ob wir jetzt hier wie wir jetzt vor allen Dingen hier mal einen Anschluss hinkriegen, dass der hier sinnvoll Strom kriegt, am besten einfach so. So, fertig. Und dann könnte sich hier ruhig auch schon mal einer damit beschäftigen, dass hier so ein Kabel priorisiert wird. Dann kann ich nämlich unsere Schutzbefohlenen hier rausholen und dann hier schon mal direkt die nächsten Zellen bauen. Also darum geht es eigentlich nur, dass wir das quasi ein bisschen besser organisiert kriegen. Genau, dann bau du ruhig auch schon mal die ganzen anderen Kabel da auch dran. Du nach da, du von da nach da und dann noch das nächste und noch ein nächstes Kabel. Genau, ist alles nicht so einfach, das kann ich durchaus nachvollziehen, aber was willst du machen? So, die beiden Kabel werden installiert, genau, und dann würde ich jetzt sagen, können wir das hier tatsächlich auch schon als Schutztrakt ausweisen in 3, 2, 1. Halleluja. Das Einzige, was wir vergessen haben, ist hier die beiden Teile anzuschließen, aber das sollte sich jetzt gleich auch erübrigt haben. Kurze Kontrolle der Nahrungsmittelzuständigkeit. Alles, was hier ist, geht nach da. Alles von da geht nach da. Da ist kein anderer Teil mehr für zuständig. Das geht in die Kantine, das geht in die Kantine. Und dann sollte das funktionieren. Das heißt, dieser Teilabschnitt ist jetzt offiziell zuständig nur noch für die Schutzbefohlene. Und das hier wird für Personal. Und damit ist das hier tatsächlich jetzt nicht mehr zulässig. Die müssen jetzt mal ganz kurz eben einmal in die anderen Zellen transportiert werden. Einmal Tschüssikowski. Die große Gefängnistür wird auf offen gestellt. Die wird ja auch stehen bleiben, so wie sie jetzt steht. Ist ja klar, die Kantine hier kommt weg, der Duschraum da kommt weg. Das muss hier natürlich alles nur noch demontiert werden. Das wird ja jetzt nicht mehr benötigt an der Stelle. Viel schlimmer ist, dass wir das ganze unterirdische Gedöns hier natürlich nochmal demontieren müssen. Aber was willst du machen? Das muss leider Gottes jetzt auch eben raus. Falls ihr mal eben Zeit dazu hättet, wäre das super. Klar, auch natürlich das, was jetzt wieder weggeht, muss natürlich auch wieder gefixt werden. Genau, das dahin, das dahin, das dahin. Die Wand kommt selbstverständlich weg. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Und mit dem Quick Build werden wir jetzt selbstverständlich hier mal eben diese wunderschönen Zellen wieder dran bauen, die wir da jetzt abgerissen haben. Genauso wie die hier mal eben nach da und nach. Nee, das ist ja falsch. Hahaha, so toll. Weg. Und das, was hier Zelle steht, kommt natürlich auch wieder weg. Moment bitte, sie werden verbunden. Ich hätte ganz gerne... Das, du kommst nach da und nach da. Genau. So, bitte einmal anschließen. Dann kommt hier selbstverständlich nochmal Keramikfliese darüber, 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 nach da. Und auch einmal Licht da unten, was wir bis jetzt noch nicht eingebaut haben. Und gut ist. Also so schnell sollte das am besten immer funktionieren. Boah, mein Stuhl macht... furchtbare Geräusche, ich brauche einen neuen Stuhl. Egal, so, das hier oben wird jetzt gebaut, das ist hoffentlich bald angeschlossen. Strom haben wir natürlich noch nicht, der wird natürlich gerade noch fix verlegt. Genau, Warmwasser übrigens nebenbei bemerkt auch, das müssen wir natürlich hier, jetzt müssen wir natürlich die ganze Grundversorgung wieder hier hochzimmern, bis ins geht nicht mehr, das heißt da oben auch nochmal die Grundversorgung durch, da nochmal die Grundversorgung durch, Kostenpunkt mehrere Milliarden Euro. Ich weiß, es tut mir leid, aber was willst du machen? Das muss jetzt leider Gottes mal eben so entstehen. Ja, das hier ist jetzt als Schutztrakt hoffentlich vollkommen ausreichend, da sollte jetzt eigentlich keine Problematik entstehen. Kurz nochmal kontrollieren, du bist jetzt nur noch dafür zuständig, ganz genau, das ist super, damit hast du es relativ einfach, was die Versorgung betrifft. Von der Temperatur her ist alles angenehm, 11 Grad hier oben natürlich viel zu warm im Duschraum, liegt an den Teilen, die wir hier reingebaut haben. Die Türen müssen nach außen, dann haben wir das Problem auch nicht mehr. Das heißt, das wäre noch so ein Anreiz, wenn wir das hier natürlich alles jetzt umgebaut haben. Was auch noch sehr interessanter Anreiz ist natürlich die Tatsache, dass wir hier diese Leitung, die müssen wir jetzt tatsächlich jetzt schon mal neu bauen. Die muss mal eben nach da oben geballert werden. Kostenpunkt viel zu viel. Ganz einfach. Aber was willst du machen? Und diese Hauptwasserleitung, die jetzt hier oben hergeht, die wird dann selbstverständlich wieder abgerissen, weil die jetzt gar keine Berechtigung mehr hat, da zu sein. Aber gut, so ist das halt, das lässt sich nicht vermeiden. Hier unten wird auch wieder fleißig gearbeitet. Ich hoffe mal, irgendjemand kümmert sich in naher Zukunft hier oben um die Tischlerei und ähnliches. Oder sind unsere Tischlerleute gerade zufällig? Ja, nee, keine Ahnung. Irgendwo sind unsere Tischlerleute. Es wäre ganz toll, wenn hier hinten irgendeiner drin arbeiten könnte, der auch mal eben die paar Betten fährt. Ja, sieht doch gut. Nee, der trägt nur das ganze Zeug durch die Gegend. Na gut, vielleicht kommen die auch immer erst in der zweiten Schicht, ich weiß es nicht. Aber wir haben auf jeden Fall Leute, die es können.
Ich glaube, die sitzen jetzt hier im Reformierungsprogramm, das kann gut sein. Und dann warten wir einfach ab, bis das da fertig ist. Und dann hat sich das. Wir sind übrigens ein bisschen im Minus. Es wäre ganz gut, wenn ich jetzt so gerade mal ein bisschen Geld kriegen würde. Das heißt, wenn die Stunde voll wird, 3, 2, 1, wir haben wieder Geld. Alles gut. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann jetzt leider Gottes, so langsam aber sicher, wieder in der nächsten Folge. Und bis dahin macht es gut und einen schönen Tag noch. Oder Abend. Jetzt kann ich ja wieder Abend sagen. Ist ja toll. Yay. Okay, also einen schönen Abend noch. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und ich rülps hier weiter vor mich hin. Haha. Tschüss. Macht's gut.